Was ist das denn? Ah, das ist eine unglaubliche Konstruktion. Wer jetzt immer noch nicht weiß, was es ist, erstmal willkommen zurück bei Nerds Haven Tech. Ich bin's Ronny und das ist die... Ich muss jetzt tatsächlich improvisieren. Ich weiß nicht, wie der Hersteller ausgesprochen wird. Es ist auf jeden Fall eine Türklingel für Türspione. Deswegen habe ich hier eine Mega-Konstruktion hingefertigt, um euch das ein wenig zu veranschaulichen. Denn wir haben ein kleines Problem. Wir haben keine Türen, wo irgendwie nur ansatzweise so ein Türspionloch drin ist, um diese Kamera anzubauen. Wie das Ganze so ein bisschen funktioniert oder ausschaut, das wollen wir euch heute mal zeigen. So, das trennen wir erstmal. Zack. Kabel ab, Kamera raus. Und dann haben wir hier das ganze System. So. Also, wenn ihr das Ganze bestellt, bekommt ihr quasi eine Verpackung, ein Micro-USB-Kabel, ihr bekommt ein paar Schrauben und noch eine schwarze Abdeckkappe und die Kamera mit Infrarotsensor. Also das heißt, in der Nacht könnt ihr natürlich auch Aufnahmen aufzeichnen, einem 2-Megapixel-Kamerasensor, der für Full-HD-Aufnahmen sorgt. Hier habt ihr dann eine Klingel. Das funktioniert natürlich nur, wenn hier der USB-Typ-C-Port quasi an der Docking-Station, an dem Display verbaut ist. Wie das Ganze aussieht, ist, glaube ich, so ein bisschen schon klar. Das ganze Kabel muss natürlich durch den Türspion. Auf der anderen Seite schraube ich dann quasi entsprechend der Dicke der Tür dann die Schrauben rein. Ich habe zusätzlich nochmal ein M3-Klebeband, um das trotzdem auch festzukleben, damit das schon mal nicht wegrutscht. Und dann habe ich hier quasi die Aufnahme, wo dann sozusagen die Schrauben reinkommen, beziehungsweise wenn ich hier diese kleine Basis abnehme, habe ich hier sozusagen die Docking Station, die dann weiterhin einfach an der Tür bleibt. Mal so dargestellt. Wer sich jetzt fragt, wie das mit dem Kabel ist, ist ganz einfach gelöst. Das schiebt man hier einfach rein, dann bleibt das hier. Den Rest vom Kabel kann man hier so mit durchpacken und dann kann man das quasi so festsetzen. So würde das dann auf der Innenseite der Tür aussehen. Dann haben wir hier quasi ein 4,3 Zoll Display mit Touchscreen und einem integrierten Akku, der 4600 mAh umfasst. Und je nach Einstellung, das heißt, bei welchen Bewegungen vor der Tür soll die Türklingel sich denn melden? Also bei normalen Bewegungen, bei allen Bewegungen, nur bei wenigen und so weiter, ist es nur mit Nachtsichtmodus und so weiter ausgestattet. Danach richtet sich ein bisschen die Akkulaufzeit. Wir haben jetzt keinen Langzeittest machen können, weil wir auch das Ding einfach bei uns gar nicht einbauen können. Aber irgendwo zwischen 4 Wochen und 3 Monate kann man wohl landen. Das habe ich zumindest schon mal irgendwie nachrecherchieren können. Das Ganze wird dann quasi oben reingeschoben, so dass der USB-Typ-C-Port von der Tür, von der Kamera im Prinzip, in die Docking-Station quasi eingreift. Das rastet ein und dann ist die auch betriebsbereit und springt dann auch an. Und dann sieht man schon, jupp, das ist jetzt ein Full-HD-Bild. Ob ihr das jetzt seht, kann ich natürlich nicht beurteilen. Von der Helligkeit völlig ausreichend, was man jetzt hier bekommt. Wenn jetzt hier die Türklingel gedrückt wird, klingelt auch quasi das Ganze. Und ihr hört schon, auf Telefon kommt das auch an. Es gibt auch eine WLAN-Anbindung, so dass ich das nicht nur an dem Gerät selbst alles einstellen kann, sondern auch ganz praktisch auf dem Smartphone haben kann. Es gibt eine Cloud-Lösung, die kostet nach 7 Tagen freien Nutzen aber Geld. Wie viel habe ich jetzt nicht gesehen, ihr könnt es aber nutzen. Alternativ, und das ist natürlich kostenlos, könnt ihr hier an die Seite auch eine Micro-SD-Karte einpacken und die Aufnahmen dann direkt auf dem, ja, auf der Kamera sozusagen speichern und trotzdem auch per App abrufen. Das heißt, ihr müsst nicht diese Cloud-Lösung machen. Ihr könnt euch diese Kamera für aktuell 133 Euro kaufen und dann könnt ihr die auch komplett benutzen. Ihr müsst auch keine WLAN-Anrichtung oder Einrichtung durchführen. Ihr könnt alles über das Display machen. Und jetzt können wir mal ganz kurz einmal hier so ein bisschen exemplarisch durchgehen. Also das heißt, es ist ein Touchscreen, ne? Ihr seht schon, ich habe jetzt theoretisch Aufnahmen, hätte ich die Micro-SD-Karte integriert gehabt. Hier in der Mitte seht ihr dann quasi eine Aufnahmefunktion. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf drücke, nimmt er dann 10 Sekunden auf. Blöderweise meldet sich das Gerät aber nicht, wenn auch keine Micro-SD-Karte, wie in meinem Fall, eingelegt ist. Also der tut so, als würde es aufzeichnen, aber der zeichnet natürlich nichts auf, weil halt keine Speicherlösung drin ist. Ansonsten hier das Zahnrad, dann haben wir hier ein Übersichtsmenü, da haben wir halt quasi die Überwachung. Dann sieht man halt im Prinzip die Einstellungsmodi, ob ich einen Stromsparmodus haben will, ob ich den Performance-Modus haben will und eine kleine Beschreibung dessen auch. Wem das jetzt hier auf dem Display zu schlecht zu lesen ist, weil unsere Aufnahme das jetzt nicht besser hergeben kann, der kann das, wie gesagt, alles in der App auch machen. Macht sich dann natürlich einfacher. Aber zumindest könnt ihr dann auch einen Zeitplan mit einstellen. Ihr könnt den Alarmton an- und ausschalten. Ihr könnt die Türklingel einstellen und sagen, okay, Klingelton X, Y oder Klingelton 1, 2 oder 3 soll es sein. Ihr könnt die Lautstärke sozusagen auch ein wenig verändern. Ne? Gehen wir mal 5.
dann ist das auch laut genug. Die LED-Anzeige der Türklingel ist vielleicht auch noch ganz wichtig. Die leuchtet bei Bewegungen immer blau. Ihr seht hier, leuchtet das. Und wem das nervt, ja, der kann das hier auch ausschalten. Auch in der Einstellung natürlich. Ne? Scheint am Anfang irgendwie so gewesen zu sein, dass die nicht auszustellen war. Aber wie gesagt, bei jeder Bewegung, die ich jetzt mache, die vor der Kamera passiert, würde das blau aufleuchten. Macht irgendwie keinen Sinn. Genau, das sind so einige Einstellungen. Ihr habt den Akku im Prinzip. Dort steht jetzt allerdings nicht allzu viel mit bei. Ein Netzteil, dafür müsst ihr euch selbst besorgen. Allerdings mit dem Micro-USB-Port hier auf der Seite und dem passenden Ladekabel eine Powerbank genommen. Also oder irgendwie an irgendeinen Netzstecker gesteckt und schon könnt ihr es aufladen. Das regelt das Gerät dann selber. Ansonsten könnte man bei der Firma nochmal reinschauen und hier kann ich auch die Sprache einstellen. Ist ein bisschen versteckt, aber da sieht man dann Englisch, Chinesisch, Espanol und so weiter und so fort. Das Ganze bestätigen und dann wird das auch direkt übernommen. Und wer sich jetzt fragt, warum stehen jetzt hier Speicher? Ja, es geht halt leider nur über die Micro-SD-Karte oder halt eben über den Cloud-Service. Im Prinzip über die App. Das sind die Funktionen dieser ja, Überwachungskamera kann man schon fast sagen, denn ich kann ja auch jederzeit einen Live-Feed mir auf der App darstellen lassen. Man kann hier dann zum Beispiel auch sagen, in der App, ich möchte, oder auch hier direkt auf dem Display, dass ich nicht alle Bewegungen erkennen lassen möchte, sondern nur, wenn Personen oder Menschen vor dem Gerät vorbeispazieren. Hier direkt nochmal den Hinweis, wenn ihr ein Einfamilienhaus habt mit einem Garten, dann ist das alles gut und schön. Das könnt ihr dann auch, wenn es euer Privatgrundstück ist, filmen und ihr müsst niemandem Bescheid sagen. Seid ihr aber in einem Mietshaus und da sind höchstwahrscheinlich so eine Spione quasi verbaut, sodass man das dann auch nutzen könnte, dann müsst ihr quasi anfragen, ob es okay ist beim Vermieter, vielleicht auch bei den Nachbarn, dass die vielleicht auf so eine Aufnahme mal mit zu sehen sind. Weil es ist immer noch eine Form von Datenschutz und aufgrund des 166 Grad Weitwinkel Sensors ist halt ein großes Spektrum, was aufgezeichnet wird. Mit einem 110 Grad Neigungswinkel im Prinzip wird ja auch quasi von Kopf bis Fuß so ein bisschen was mit aufgenommen. Und wer damit ein Problem hat, ja, der könnte sich da bei euch beschweren. Also da müsst ihr vorher schon euch mal einen Kopf machen, wie ihr das Ding einbaut und wo ihr das einbaut. Was ein kleines Problem ist in der Software, kann ich nichts am Kamerawinkel ändern, so dass ich sage, okay, ich mache den vielleicht ein bisschen enger oder ich mache den 110 Grad Winkel auch ein bisschen schmaler, dass nur Gesichter direkt in der Nähe davon aufgezeichnet werden. Nein, das geht leider nicht. Da ist man dann halt einfach so, ja, in anderen Ländern ist es halt einfach nicht so das Problem. Bei uns in Deutschland ist es das halt einfach. Da gibt es eine App für, die lädt dann mit einer schönen Animation. Und dann sieht man da auch direkt die Klingel. Da kann ich dann natürlich draufdrücken und sagen, Geräteeinstellung, Detailsseite. Wir wollen aber mal direkt reinschauen, denn dort gibt es eine Übersicht. Und zwar von sämtlichen Bewegungen, die hier quasi stattgefunden haben. Was auch praktisch ist, ihr könnt in der App auch einen Zeitintervall einstellen, von wann bis wann überhaupt so eine Meldung entstehen soll. Das heißt, ihr könnt sagen, wenn ich nicht zu Hause bin, von 8 bis 12 Kurzarbeiter, dann soll genau in dem Zeitbereich alles aufgezeichnet werden, wenn jemand davor sich bewegt. Darüber hinaus brauche ich das nicht, weil dann bin ich ja eh zu Hause. Und diese Übersicht seht ihr jetzt einfach. Ich habe das jetzt natürlich komplett einfach mal so gelassen und einfach auch ein bisschen ausprobiert und mal hier einen Knopf gedrückt und ein Telefongespräch angenommen. Und dann können wir uns auch direkt die Bildqualität anschauen. Das ist hier so eine Aufnahme von mir jetzt. Also da sieht man den Weitwinkel, man hört den Sound, den Klang. Also wie gesagt, ich habe jetzt das Mikrofon nicht auf volle Pulle gerissen. Aber so sieht die Bildqualität aus. Und ihr könnt dann halt instant quasi alles euch anschauen. Und auch, was weiß ich, hier im Büro, da habe ich noch ein bisschen Kuchen gegessen. Auch hier gucken wir mal ganz kurz rein, dass ihr mal so einen kleinen Eindruck habt, wie die Bildqualität ist. So, vom Ton her nimmt ihr alles mit auf. Also es ist jetzt nicht die wahnsinnig beste Bildqualität, aber es reicht völlig aus, um ein großes Spektrum. Man sieht ja, wie weitwinkelig das Ganze ist. Und man hört es ja auch so ein bisschen, also da wird alles mit aufgenommen und auch durch die Kante laufen, theoretisch, das würde auch gehen. Ja, und laute Geräusche natürlich auch, wenn ich das in der Hand habe. Genau. Das vielleicht kurz einmal dazu. Was die Bildqualität angeht, finde ich völlig ausreichend. Im Dunkeln funktioniert es auch sehr gut durch Infrarotsensoren, 5 Meter Reichweite, also mehr als genügend für einen Flur. Ansonsten, wenn wir jetzt hier weiter drin sind, haben wir die Einstellung und da kann ich dann zum Beispiel die Türklingel benennen. Ich habe den Betriebsmodus. Ne? Ich kann hohe Leistung, Energie sparen, Extremstrom sparen oder einen Betriebsmodus konfigurieren. Und da kann ich dann auch Zeitpläne mit hinzufügen, wann, von wo, zum Beispiel Wochenende soll er gar nicht aufnehmen und oder in der Woche von 8 bis 20 Uhr, wie ich es gerade schon geschildert habe, könnt ihr das tun.
Ansonsten gibt es hier die intelligente Erkennung über PIR-Infraroterkennung. Da wird die Körperwärme gemessen, aber da werden auch Gegenstände, Fahrzeuge und Personen mit gemeldet. Das heißt, es kann durchaus sein, dass es die ganze Zeit Push-Nachrichten gibt. Wenn ich das nicht will, sage ich hier, okay, Erkennung menschlicher Körper. Und ich kann dann sagen, okay, das Ganze aber auch auf niedrig, dass ich dann halt vielleicht, wenn einer 2-3 Meter von der Tür entfernt ist, nicht sofort immer gleich eine Meldung bekomme. So, ansonsten gibt es noch eine Herumlungern-Detektion. Also das heißt, wenn irgendeiner vor der Tür rumchillt, würde er sich sowieso melden, aber wenn er länger da ist, dann wird er sich auch melden. Keine Ahnung, ob man sowas braucht. Ansonsten bei den Benachrichtigungen, ich kann natürlich die Gerätemeldung auch komplett deaktivieren. Das heißt, bei mir kommt gar nichts an und es spart natürlich dann auch Akku, weil halt einfach nichts irgendwie übernommen werden muss. Und dann sieht man auch, wie das hier alles gleich sich verkürzt und weniger wird. Und ansonsten könnt ihr die App-Benachrichtigung einstellen. Ihr habt einen Zeitplan, ihr habt den Türklingel, Anruf annehmen und so weiter. Also wie gesagt, man kann auch Zwei-Wege-Audio nutzen. Das heißt, reinsprechen über das Telefon. Auf der anderen Seite kommt es quasi dann raus an der Haustür. Und selbst wenn ihr auf den Malediven seid, könnt ihr da mit dem Gegenüber dann halt auch telefonieren. Also schon recht praktisch. Wir haben die Audio-Einstellung. Das heißt, hier sind die Klingeltöne. In der App selber ist es ein bisschen blöd, weil ich kann zwar die Lautstärke einstellen, ich kann noch den Klingelton auswählen, ich höre aber nicht, welche der das ist. Das geht dann halt hier über das Display dann einfach ein Stückchen besser. Aber also grundsätzlich funktioniert das ja. Man hat jetzt bloß die Auswahl von 5 Stück und das war's. Einstellungen in der Gegensprechanlage, hier gibt es halt irgendwie einen Onkelton und einen Clownton. Ich konnte hier irgendwie eine Aufnahme drücken. Ich habe keine Ahnung, was genau damit gemeint ist. Vielleicht habe ich jetzt eine Clownsstimme, wenn wir das gleich mal ausprobieren. Okay, kann man machen. Ansonsten haben wir noch Bildeinstellungen. Wie gesagt, an der Ausrichtung des Bildes kann ich gar nichts ändern. Es gibt noch einen besseren Bildeffekt für Szenen im Gegenlicht, also WDR, könnte auch HDR heißen wahrscheinlich. Eine Verzerrungskorrektur könnte man nehmen und ansonsten kann ich einstellen, ob die Tag-Nacht-Umschaltung zum Infrarot oder normalen Betrachten automatisch passiert, ob ich Nachtmodus erzwingen will oder ob ich den Tagmodus erzwingen will. Also auch das kann auch ein bisschen den Akku schonen. Ansonsten haben wir die Lichteinstellung, sprich die Türklingelanzeige, die jetzt bei Bewegung immer blau leuchtet, kann ich hier jetzt ausschalten. Macht Sinn, weil ich finde das total dumm, dass die ganze Zeit an ist und wenn eine Bewegung vor der Tür ist. Und wenn es nur eine Fliege ist, die vor dem Sensor lang fliegt und die komplette Bewegungserkennung an ist, dann leuchtet es immer blau und im Dunkeln natürlich auch. Also macht halt keinen Sinn irgendwie. Genau, ansonsten sehen wir, Akku haben halt eben 53%. Ansonsten sehen wir auch hier den Cloud-Service. Wie gesagt, 7 Tage kann man das benutzen. Danach wird es kostenpflichtig. Ihr könnt aber halt, wie gesagt, auch auf der Speicherkarte einfach abspeichern. Dann könnt ihr euch das Geld sparen. Oder ihr sagt, ist mir eigentlich völlig Wumpe. Ich will eigentlich nur einen digitalen Türspion haben und den ich dann halt irgendwie alle paar Wochen auflade. Ja, genau. Und das ist dann im Prinzip das, was die App hergibt und was ich mit der machen kann. Live-Ansicht kann ich natürlich auch machen. Das heißt, ich mache das jetzt mal leise, sonst gibt es eine Rückkopplung. Ich sehe dann jetzt quasi direkt mit einer ganz leichten Latenz, dass ich jetzt hier im Studio das aufzeichne und könnte halt auch über 2 Wege einfach reinsprechen. Und das gegenüber vor der Kamera, also meine Hand jetzt, könnte da zurücksprechen. Und praktisch auf jeden Fall. Genau. So, das ist alles, was ich euch darüber zeigen kann. Ich mache das Ding nochmal aus. Ich finde das durchweg sehr interessant. Preislich mit den 133 Euro, die man aktuell bezahlt, landet man bei der normalen Version, die ohne Display kommt, irgendwo bei den Ring-Klingeln, die ja auch gut sind. Da liegt man so bei 93 Euro, 100 Euro, 150, 160, 170 Euro. Also mit dem Setup liegen wir genau dazwischen. Vorteil ist, ich brauche keine Kabelei. Das ist das Einzige, was ich habe. Ich brauche theoretisch keine App. Ich kann hier alles über das Display steuern. Ich brauche in dem Fall natürlich dann im Prinzip den Türspion, das Loch, dass ich das Ganze da durchschieben kann. Ansonsten ist die Installation innerhalb von kurzer Zeit erledigt. Klebeband dran, Schrauben ran, ransetzen quasi die Rückplatte. Ich kann das ja nochmal zeigen. Ja. Rückplatte einfach dann quasi raufschieben. Dann wird das festgeschraubt und dann hat man halt hier zwischen die Tür. Dann habe ich ja vorher das Kabel reingesetzt und dann schiebe ich einfach das Display quasi in die Basis und dann bin ich fertig. Und genauso nehme ich die auch raus und kann die dann einfach aufladen. Wie gesagt, die Videoverbindung ist über USB Typ C geregelt. Blöderweise halt das Aufladen nur mit Micro-USB. Kann ich selber nicht ganz nachvollziehen, aber okay, ist jetzt vielleicht dann auch noch verschmerzbar. Und ansonsten funktioniert das. Die App ist vernünftig übersetzt. Ich kann die auf Deutsch benutzen. Ich habe das Gerät, was ich auf Deutsch benutzen kann. Und wie gesagt, von Akkulaufzeit irgendwo so bei 1 Monat und ein bisschen drüber hinaus, 3-4 Monate, wie gesagt, je nachdem, wie oft man da jetzt quasi eine Bewegung vor der Kamera hat oder wie oft geklingelt wird. Bei uns jetzt im Büro zum Beispiel, könnten wir die einsetzen, dann würde wahrscheinlich nach 4 Wochen der Akku schon alle sein, weil einfach irgendwie 4-5 Mal am Tag ein Paket oder Post oder Zusteller irgendwie vor der Tür steht und dann natürlich klingelt. Die Lautstärke der Klingel ist ausreichend, es bleibt aber natürlich nur an der Tür. Das heißt, wenn ihr irgendwie eine große heilige Halle habt und 200 Quadratmeter später irgendwo hinten in der Ecke seid und die Tür ist hier und hier klingelt, dann werdet ihr das da hinten nicht mehr hören. Aber in der normalen Wohnung, gängig, ist das überhaupt gar kein Problem.
Und das soll es auch schon gewesen sein. Ich hoffe, wir konnten es euch so ein bisschen erklären und zeigen, wie es funktioniert. Wie gesagt, ein kompletter Einbau funktioniert bei uns leider nicht. Sorry dafür, aber ne, irgendwie jetzt da in irgendeine Tür in ein Loch reinbohren und meistens Metalltüren, macht jetzt auch keinen Sinn. Aber vielleicht ist es ja trotzdem eine nette Vorstellung für euch gewesen, dass ihr sagt, jo, das ist was für mich und preislich, ja, passt. Oder ich gucke mich nach anderen Sachen um. Soll es dann auch schon gewesen sein. Feedback natürlich gerne rein in die Kamera. Nein, in die Kommentare. Die Kamera ist hier. Guck, guck. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut.